ein ganz kurzes Video zwischendurch. Und zwar hatte ich in einem anderen Video schon mal berichtet, dass ich mir den Wahoo Roam gekauft habe und dann hatte ich den auch direkt in den Bolt verglichen. Und wie so viele andere Nutzer hatte ich dann auch irgendwann das Problem, dass mir die Halterung von dem Wahoo Roam durchgebrochen ist. Und Wahoo war so nett, hat sofort Ersatz geschickt. Erstmal so eine Standardhalterung und dann kam gestern per Post eine neue Wahoo Halterung. Und ich fand es ziemlich kulant, dass sie dann gleich zwei reingepackt haben. Ich habe die mal beide gegeneinander gehalten und ihr seht, dass bei der neuen Halterung der Steg wesentlich dicker ist. Ihr konntet in dem alten Video sehen, dass tatsächlich, wenn ich so ein bisschen auf den Wahoo raufgedrückt habe, dass sich die ganze Halterung durchgebogen hat und wenn ich so ein bisschen über unwegsames Gelände gefahren bin, dass dann richtig die ganze Halterung, der ganze Fahrradcomputer richtig geflattert hat und es hat sogar ein Geräusch gegeben, also richtiges Knattern. Am Anfang hatte ich das erst gar nicht wahrgenommen, aber als ich dann die Berichte häuften, dass die Halterung bricht, ja, ist mir dann auch aufgefallen und wie gesagt, dann mir selber auch passiert. Ich habe dann heute mal den Härtetest gemacht und bin mal so ein bisschen Gravel-Strecke gefahren und habe mal geschaut, wie sich da der Wahoo verhält. Also dieses Flattern nehme ich auf jeden Fall nicht mehr wahr. Es kann sein, dass es ganz leicht vibriert, aber ich denke mal, das ist ganz normal, dass es nicht starr ist. Insgesamt macht die Halterung, finde ich, einen sehr stabilen Eindruck. Ja, alles andere wird die Zeit dann zeigen, ob das Ding auch hält. Ja, ich dachte mir, ich bin euch diesen Mini-Bericht schuldig, weil so viele auch das andere Video geklickt haben und viele auch gefragt haben, ja, gibt es denn schon stabilere Halterungen? Ich habe jetzt keine Halterung von Drittherstellern ausprobiert, aber mir scheint jetzt die aktuelle Wahoo-Halterung eigentlich ganz gut konstruiert zu sein, dass man die tatsächlich auch verwenden kann. Insofern ganz cooler Fahrradcomputer. Ich finde den Wahoo Roam immer noch ganz cool, nutze ihn eigentlich auch so für die täglichen Strecken, gerade wenn ich in der Stadt den schnellen Weg finden muss. Für Wettkämpfe finde ich natürlich den Bolt immer noch viel cooler, weil das ist schön kleines, ist einfach der perfekte Formfaktor. Also das ist eigentlich so mein Herzenscomputer, aber so für den Alltag praktischer ist natürlich dann der Roam mit dem größeren Display. Ja, ich hoffe, ich konnte mit dem kleinen Video ein paar Fragen beantworten und ihr habt jetzt ein bisschen Orientierung. Freut mich, wenn ihr dran bleibt. Bis dann. Ciao, ciao.